Hallo Freunde und willkommen zurück zu Die Zwerge, wo wir hier in Sangpur uns befinden, in der Wüste. Und wir haben noch 23 Vorräter und müssen noch 6 Felder gehen. 5 Felder. Ich hoffe mal, hier kommt irgendwo noch ein Event. Ich wüsste nämlich gerade nichts, was uns jetzt sonst noch helfen könnte. Hey, keine Verletzungen mehr. Und seit Tagen zieht ihr durch die Wüste. Der Sand ist einfach überall. In euren Schuhen, unter eurer Kleidung, in eurem Mund und euren Augen. Selbst die behelfsmäßigen Stoffe, die ihr euch um den Kopf gewickelt habt, helfen nur bedingt. Die Frage ist, verlieren wir jetzt dadurch direkt oder kriegen wir einfach nur Schaden oder... Mit letzter Kraft verlasst ihr endlich den 40 Meilen breiten Sandstreifen, der euch noch von Ogertod trennt. Es ist, als würdet ihr durch eine Wand treten, als das Toben des Windes und Sands plötzlich verstummt. Vor euch ragt ein gewaltiges Bergmassiv in die Höhe. Das blaue Gebirge. Die Berghänge werfen lange Schatten auf die darunter liegende Festung Ogertod, welche sich an die Ausläufer des Gebirges schmiegt. Mit ihren 4 untereinander liegenden Verteidigungsterrassen sieht sie selbst aus der Ferne beeindruckend aus. Mit jedem Schritt wächst deine Vorfreude, zum ersten Mal eine echte Zwergenfestung zu betreten, und du fühlst, wie die Kraft in deine Glieder zurückkehrt. Es ist fast geschafft. Hey, wir haben die Festung Ogertod erreicht. Hey, Achievement. Die Frage ist halt, haben wir dadurch jetzt Schaden genommen sozusagen? Also jeder kriegt sozusagen eine Verletzung? Oder wie läuft das ab? Oder konnten wir uns einfach nur dadurch nicht mehr heilen? Ich weiß es nicht. Mein Großkönig, hier stehe ich vor dir, weil du mich gerufen hast, um dir auf den Thron nachzufolgen. Sei gegrüßt. Bevor du zum Nachfolger des Großkönigs gewählt wirst, höre, welche Herausforderungen auf dich warten. Orkhorden ziehen durch den Norden und den Westen, und das Tote Land regt sich. Anscheinend können die Zauberer die Barrieren nicht aufrechterhalten. Das beschert uns die einmalige Gelegenheit, die letzten Elben in Alandur anzugreifen. Sie sind geschwächt, das Tote Land setzt ihnen zu. Lasst uns die Verräter ein für allemal vernichten. Ja, richtig, genau. Hört, hört. Wahnsinn, was redest du da? Ich erkenne dich nicht wieder, König Gandugar. Die Elben sind Bewohner des geborgenen Landes. Hat dein Hass auf sie deinen Verstand getrübt, dass du dich über die Worte unseres Gottes hinwegsetzen willst? Valendilins Blick fällt wie beiläufig auf den Berater des Königs der Vierten. Oder berät dich jemand schlecht? Im Gegenteil. Es war Bislipur, der mir endlich den Beweis lieferte. Ein Bericht mit dem Titel, wie die Fünften das Tor verloren. Es waren die Elben, die die tapferen Krieger der Fünften in ihrer Festung vergifteten. Eine hinterhältige Krankheit, verbreitet von Spitzohren in den Schächten des grauen Gebirges. Ich habe es wieder gefasst. Glaube ich nicht. Verrat! Und den Spitzohren! Unmöglich! Dafür sollen sie zahlen. Genug, ihr Kurzsichtigen! Es geht um die Sicherheit des geborgenen Landes. Wir müssen über unseren Schatten springen und ein großes Bündnis schmieden. Mit den Elben, ja und sogar mit den Dritten, wenn wir das Tote Land besiegen wollen. Mein Großkönig, das kann nicht euer Ernst sein. Gefasel von einem Zwerg, der in seinem Amt zu alt geworden ist. Sind wir nicht hier, um einen neuen Großkönig zu wählen? Wir haben lange genug gewartet. Keiner mag Bislipur. Wie es scheint, werdet ihr noch etwas länger warten müssen. Der zweite Anwärter ist eingetroffen. Unsere Gäste müssen müde sein von ihrer langen Reise. Die Ratssitzung ist bis morgen vertagt.
Ach ja. Toll, da stand gerade irgendwas. Ich war nicht schnell genug. Ich wollte irgendwas sagen und hab's dann überlesen und dann, Käse. Apropos Käse. Boindil, hast du noch ein bisschen? Das sieht schon beeindruckend aus. Absolut unpraktisch, aber beeindruckend. Und irgendwie nicht wirklich nach Stein. Tut mir leid. Zumindest so die ganzen Wege. Aber wie kommt ihr darauf, ich sei... Es wird sich alles klären. Ich habe dir ein Zimmer herrichten lassen. Bevor du dich hinlegst, statte bitte dem Großkönig und mir einen Besuch im Thronsaal ab. Ich habe seinen Namen vergessen, aber er war super. Oh, wir haben ziemlich viel Cash bekommen. Gibt es irgendwo einen Händler? Hallo, ich brauche einen Händler. Ah, eure Hoheit! Zum ersten Mal hast du Gelegenheit, dir der Schönheit des Ortes bewusst zu werden. Du vergisst auf der Stelle, was du sagen wolltest. Ich habe noch nie so eine meisterhafte Steinmetzarbeit gesehen. Um ehrlich zu sein, wusste ich nicht, dass man Stein überhaupt so bearbeiten kann. Haha, die Zweiten sind eben die besten Steinmetze unter den Stämmen. So hat Vrakas uns gemacht. Naja, einige von uns hat er auch zu Kriegern gemacht. Boindal wirft seinem Bruder einen Blick zu und dieser lächelt zufrieden, während er sich selber in der Halle umsieht. Thronanwärter? Raus mit der Sprache, was wusstet ihr? Ein leicht schuldbewusster Ausdruck huscht über Boindils Gesicht. Doch schnell ist er wieder ganz der Alte. Ein Gelehrter als Großkönig hat doch was. Unsere Stimmen sind dir schon mal sicher. Boindal nickt zustimmend. Als Großkönig könntest du die Clans vereinen und sie dazu bringen, gegen Nordon zu ziehen. Du blickst deine Freunde an und bist dir nicht ganz sicher, ob sie dich verschaukeln wollen oder nicht. Ich kann kein Großkönig sein. Ich habe all mein Wissen doch nur aus Büchern und ihr verschaukelt mich nur, oder? Das Grinsen der Zwillinge wird immer breiter und es scheint, als könnten sie sich kaum noch beherrschen. Sprich einfach mit Großkönig Gundrabur und Balendilin. Sie werden dir alles erklären. Der ist cool. Großkönig Gundrabur wirkt... Nun ja. Alt ist er. Uralt. Selbst für einen Zwerg. Solange ich denken kann, war er schon alt. Balendilin kümmert sich seit Dutzenden Zyklen um die meisten Belange. Aber Gundrabur hat immer das letzte Wort. Geistig ist er jünger als wir alle. Ich sage es dir. Balendilin sollte Großkönig werden. Ich war dabei, als eine Schweineschnauze ihm seinen Arm genommen hat. Hat danach noch ein halbes Dutzend von ihnen erlegt. Was für ein Kampfgeist. Wir mussten ihn vom Schlachtfeld tragen. Das Gesetz verlangt, dass ein Erster oder ein Vierter zum neuen König aller Zwerge gewählt werden muss. Und da die Ersten nicht erschienen sind... Ich denke, ich werde mich mal weiter umsehen. Verlauf dich nicht! Und heute Abend trinken wir erstmal ein schönes Schwarzbier im glühenden Amboss. Das klingt nach einem Plan. Aber erstmal weiter umgucken. Okay, hier dürfen wir schon mal einfach nicht weiter. Was fällt mir ein? Also wir haben zumindest keine Verletzungen davon getragen. Scheinbar. Stehen hier auch Zwerge als... Ich weiß, da ist eine Treppe, vielleicht kann man da runter. Hier stehen Zwerge. Na, hier können wir unsere Kammer betreten. Das ist schon mal gut. Ist auch der Freund. Ah, okay, dafür ist also die Freundschaft gut. Das ist ja geil. Andokai, was gibt es? Ich bin gekommen, um dir die hier zurückzugeben. Ich konnte sie entziffern, größtenteils. Du hast die Maga dabei beobachtet, wie sie sich auf eurer Flucht immer wieder Zeit genommen hat, die Bücher zu studieren. Es sind Aufzeichnungen aus dem jenseitigen Land. Sie berichten von dämonischen Wesen aus dem öden Land, die von Menschen Besitz ergreifen können und ihnen große Macht verleihen. Zum Beispiel Unsterblichkeit? Die Maga nickt ernst.
Es wird von einer Axt berichtet, geschmiedet von den Untergründigen, Feuerklinge genannt. Sie soll die Macht haben, durch Fleisch und Knochen des Lebenden zu schneiden und das Dämonische in seinem Innersten gänzlich zu vernichten. Ihr denkt also, ein Dämon aus dem jenseitigen Land hat von Nudin Besitz ergriffen? Er sah sehr verändert aus, als ich ihm in Porista begegnete. Und er ist auferstanden, obwohl ihr ihm den Kopf abgeschlagen habt. Das lässt sich nicht mit der Macht des Toten Landes erklären. Und er wollte verhindern, dass uns diese Bücher in die Hände fallen. Das wäre nur verständlich, wenn die Feuerklinge die Macht hätte, ihn zu besiegen. Kennt ihr diese Untergründigen? Von den Untergründigen habe ich noch nicht gehört. Aber im jenseitigen Land war ich bereits. Es muss schrecklich sein. Seit tausenden Zyklen marschieren von dort die Horden Tions gegen unsere Festung. Es ist nicht so schlimm, wie du denkst. Sicherer als ein Land, in dem ein von einem Dämon besessener Magus herumläuft, ist es allemal. Das ist auch nicht schwer. Wo befindet sich diese Feuerklinge? Ich weiß nicht, ob diese Waffe jemals geschmiedet wurde. Sie benötigt seltene Materialien und meisterhafte Handwerkskunst. Der reinste, härteste Stahl. Runenverzierte Widerhaken aus Stein. Ein Griff aus Sigodatienholz. Intarsien aus allen edlen Metallen. Die Schneide mit Diamanten besetzt. Geschmiedet in der heißesten Esse. Wir sind Zwerge, wir haben die talentiertesten Handwerker. Und du hast das Sigodatienholz. Es ist bei den Gegenständen in deinem Rucksack, zum Glück. Denn Sigodatien gibt es keine mehr im geborgenen Land. Aber selbst wenn es euch gelänge, die Axt zu schmieden, es könnte alles nur ein Märchen sein. Zu wenig, um unser Leben darauf zu verwetten. Die fehlenden Materialien können wir hier in der Festung bekommen. Genau wie einen Edelsteinschleifer. Schließlich sind Gandogar und seine Vierten hier. Einen Steinmetz der Zweiten und ich kann schmieden. Die Maga betrachtet dich nachdenklich und kurz scheint es, als würde dein Enthusiasmus eine Wirkung auf sie haben. Doch dann sagt sie... Ich wünsche dir viel Glück, Tungdil. Ihr wollt noch immer das geborgene Land verlassen? Aber was wird aus eurem Reich? Und all den anderen Reichen? Ich bewundere deinen Optimismus, mein Freund. Doch es ist nicht klug, sich einem rollenden Fels in den Weg zu stellen. Es widerstrebt mir, mein Reich aufzugeben. Aber ich glaube, ich könnte nicht mehr erreichen, als das Leiden unnötig zu verlängern. Aber du willst die letzte Maga des geborgenen Landes nicht ziehen lassen. Leider fällt dir nichts ein, was sie zum Bleiben bewegen könnte. Meinen Dank, ehrenwerte Maga, für alles, was ihr getan habt. Ja, die Frau ist halt stur. Verschiedenste Käsesorten, eingelegte Höhlenpilze, geröstetes Stollenmoos und einige Dauerwürste. Allein der intensive Geruch des Käses lässt dir das Wasser im Mund zusammenlaufen. Na dann, was haben wir denn noch so hier? Die Bücher. Goren hatte eine Antwort auf die Bedrohung gefunden. Die Feuerklinge. Egal wie schwer es ist, sie zu schmieden, wir müssen es tun. Wir wissen von nichts anderem, was einen Dämon verletzen könnte. Außerdem ist das Ding halt einfach OP. Zwar bist du durchaus erschöpft von eurer abenteuerlichen Reise hierher, aber es wäre unhöflich, dich einfach schlafen zu legen, wenn der Großkönig noch auf dich wartet. Das ist wohl korrekt. Sigodatienholz. Es ist sehr selten. Vermutlich wollte Lord Ionan es untersuchen oder damit experimentieren. Vermutlich. Ich weiß auch gar nicht mehr, was das so übertrieben besonders gemacht hat, außer dass es extrem hart war. Und ich glaube, es hatte irgendwie, oder ihm wurden auch magische Eigenschaften nachgesagt, aber das weiß ich gerade nicht mehr. Schaue in den Abgrund. Man kann den Boden nur erahnen. Als die Zweiten das Blaue Gebirge zu ihrer Heimat ernannt haben, gab es hier nur hartes Gestein und einige kleine Höhlen. Fantastisch. Oh, das erfordert entweder sehr viel Fleiß oder eine ordentliche Portion Größenwahn. Wahrscheinlich eine Mischung aus beidem. So, kriegen wir jetzt vielleicht endlich mal Antworten. So, auf unsere Abstammung und so.
Tungdil, komm näher. Die Kraft, die der greise Großkönig ausstrahlte, als er die Versammlung zur Ordnung rief, ist aus ihm gewichen. Sein Körper sitzt zusammengesunken auf dem Thron, doch seine Augen mustern dich wachsam und interessiert. Der verlorene Sohn kehrt zu seinem Volk zurück. Vrakas sei Dank. Berichte uns, was ihr unterwegs erlebt habt. Du beschreibst euer Abenteuer bis ins kleinste Detail. Weder der König noch sein Berater unterbrechen dich. Von Zeit zu Zeit nicken sie, als wären ihnen bestimmte Tatsachen bekannt. Mit jeder Minute werden ihre Sorgenfalten tiefer. Als du mit deiner Geschichte fertig bist, hast auch du ein paar Fragen. Ich will nicht undankbar erscheinen. Ich bin froh, endlich bei meinem Volk zu sein, aber den Thron werde ich nicht besteigen. Ich kenne mich mit unseren Bräuchen und Gesetzen kaum aus. Alles, was ich weiß, weiß ich aus den Büchern, die Lord Ionan mir gab. Es muss geeignetere Anwärter geben als mich. Dein Verzicht ehrt dich. Doch um ehrlich zu sein, hattest du niemals einen Anspruch. Um Gandogar aufzuhalten, mussten wir auf Zeit spielen. Lord Ionan half uns bei unserer kleinen Geschichte. Wir wissen nicht mal, ob du ein Vierter bist. Der Berater des Königs deutet deinen ungläubigen Blick falsch und schiebt schnell hinterher. Wir betrügen nur aus einem einzigen Grund wie die Kobolde, um möglichen Schaden von unserem Volk abzuwenden. Du fühlst dich, als hättest du einen Schlag in den Magen bekommen. Wenn das wahr ist, hast du nicht nur deinen kürzlich gewonnenen Stamm verloren. Meister Lord Ionan hielt es auch nicht für nötig, dich in das Komplott einzuweihen. Was für ein Spiel wird hier gespielt? Gandogar als König der Vierten soll mich als Großkönig ablösen. Doch sein Geist ist mit dem Hass gegen die Elben vergiftet. Er würde einen Krieg gegen sie wahrscheinlich gewinnen. Doch er würde uns schwächen und dem geborgenen Land wäre nicht geholfen. Ich hatte mir ein großes Bündnis mit den Elben und sogar mit den Dritten erhofft. Ich wäre über meinen Schatten gesprungen, um die Verhandlungen aufzunehmen. In Zeiten der Not darf nur das gemeinsame Ziel gelten. Und welche Rolle habt ihr für mich vorgesehen? Nun, mit dir als zweitem Anwärter eröffnen sich uns gewisse protokollarische Möglichkeiten. Warum hat Gandogar so einen tiefen Hass auf die Elben? Sein Vater und sein Bruder wurden von Elben ermordet. Zumindest wird das behauptet. Niemand kennt die Wahrheit. Genauso wenig wie bei diesem Bericht über die Fünften. Aber ist es nicht merkwürdig, dass dieser Brief gerade jetzt auftaucht, wo er den Elbenhassern in die Finger spielt? Der Hass vieler Zwerge auf die Elben ist groß. Vielleicht größer als ihre Ehrlichkeit. Ich verstehe, warum ihr einen Großkönig Gandogar verhindern wollt. Er wäre blind für unsere wahren Probleme. Gandogars einzige Schuld ist, dass er sich von Bislipur dunkle Gedanken einflüstern lässt. Der Berater ist das Problem, nicht der König. Ein Problem, das ich zum Glück nicht habe. Der Großkönig lächelt seinen Berater kraftlos an. Gandogar ist ein guter Zwerg und ein guter König. Und ich bin mir sicher, er könnte auch ein guter Großkönig sein, wenn er frei von Bislipurs Lügen und falschen Ratschlägen wäre. Euer Plan hat einen Schönheitsfehler. Selbst wenn ich antreten würde, ich könnte nicht gewinnen. Niemand im Rat würde für mich stimmen. Du musst auch nicht gewinnen. Balendilin deutet zu den Stelen. In unseren Gesetzen steht geschrieben, dass der Großkönig sich gegen einen Anwärter aussprechen kann, wenn er von seinem Stamm nicht einstimmig gewählt wird. Dann kann er einen Zweikampf oder Wettkampf fordern, um den Sieger zu bestimmen. Solch ein Wettkampf könnte sich Wochen oder gar Monate hinziehen. Und er würde uns Zeit verschaffen. Ist das wirklich das Beste für unser Volk? Wenn ihr Gandogar nicht von seinen Plänen abbringen könnt, könnte das in einem Bruderkrieg enden. Keine Sorge, wir werden ihm die Augen öffnen und er wird die Niedertracht seines scheinbaren Freundes erkennen. Wir brauchen nur Zeit und die musst du uns verschaffen. Ja, komm. Also gut, ich bin bereit. Aber ich werde all eure Unterstützung benötigen. Sie ist dir sicher, mein lieber Tungdil. Balendilin lächelt dir aufmunternd zu. Andokai hat vielleicht eine Möglichkeit gefunden, wie man Not-On besiegen kann.
Sie vermutet, dass der Margus von einem Dämon aus dem jenseitigen Land besessen ist. Diesen Dämon könnte man eventuell mit einer Axt namens Feuerklinge töten. Zu welcher Art von Wettkampf würdet ihr uns antreten lassen? Gandogar dürfte mir in vielen Belangen überlegen sein. Jeder im Rat wird eine Aufgabe auf einen Zettel schreiben und die Herausforderungen des Wettkampfs werden daraus gezogen. Und das auch erst, nachdem du eine Rede gehalten und möglichst viele im Rat auf deine Seite gezogen hast. Je mehr im Rat dir wohlgesonnen sind, desto höher die Chance für einen Wettkampf, der deinen Fähigkeiten entspricht. Rede? Die ganze Sache gefällt dir immer weniger. Ich habe eine Rüstung in Auftrag gegeben, die eines Prinzen würdig ist. Sie wird bei Sonnenaufgang in deine Kammer geliefert werden. Du verabschiedest dich mit einem flauen Gefühl im Magen. Du hast dich immer für wortgewandt gehalten, aber die Aussicht, eine Rede vor dem großen Rat halten zu müssen, erfüllt dich nicht gerade mit freudiger Erregung. Nee, das kann ich verstehen. Lass mir die Statue angucken. Vrakas, der die Zwerge aus Stein gemacht hat, wurde von eben diesen Zwergen seinerseits in Stein gehauen. Eine meisterhafte Arbeit, wie nur die Steinmetze der Zweiten sie heute noch vollbringen können. Oh, cool, dass man die Kamera nicht drehen kann, um das vernünftig anzugucken. Der Berater des Großkönigs hat die Statur eines Kriegers. Seine Augen sind wie die eines Raubvogels und man kann eine brennende Intelligenz hinter ihnen erkennen. Kann ich jetzt nicht, aber gut. Ja, und er hat halt seinen Arm verloren. Selbst für einen Zwerg ist Großkönig Gundrabur sehr alt. Sein langer weißer Bart deutet auf 500 und mehr Zyklen hin. Er wirkt schwach, doch wenn man mit ihm spricht, spürt man eine Aura von Erhabenheit. Ja, er ist cool. Gut, dann würde ich sagen, in der nächsten Folge werden wir zurück in unsere Kammer gehen. Betrachten wir das Kohlefeuer. Komm. Das Kohlefeuer wird entzündet, wenn sich die Stämme zu Beratungen treffen. Viel zu lange brannte es nicht, bis es vor wenigen Tagen endlich wieder entzündet wurde. Na gut, wie gesagt, in der nächsten Folge werden wir in unsere Kammer zurückgehen. Und ich hoffe, dass jetzt keine Katze getriggert wurde. Nee, sehr gut.